Hallo, liebe Freunde. Das ist der Wunsch eines Kunden. Er möchte gerne dieses Auto nachgebaut haben. Ein MAN mit Kühlkoffer, Nagelgrub. Jetzt haben wir hier wunderschöne Fotos. Und als Basis habe ich mir jetzt den Siku-LKW mit Kofferaufbau rausgesucht. Es gibt kein Kühllaster, aber das Auto passt schon mal. Es ist ein MAN. Sollte doch klappen. Ja, wascht mal hier den Radl ab. Klappe zu. Ja, und um den umzulackieren, müssen wir erstmal aufbohren. Hier sind ja eine Menge Löcher. Bevor wir den Bohrer einsetzen, habe ich hier gesehen, dass hier auch ein paar Schrauben dabei sind. Schön. Das war von der Kette, alles klar. Schon mal gar nicht so schlecht. Jetzt ist die Frage mit der Klappe, ob man die einfach dran lassen und mitlackieren. Wie sah der von hinten aus? Auch irgendwie schwarz. So, das Fahrerhaus. Da müssen wir hier aber bohren, weil das ist keine Schraube. So, Weichbetten. So, jetzt haben wir das Unterteil ab. Die Sitze. Die Scheibe hängt am Grill. Ja, Grill. Jetzt fällt hier oben der Rest ab. Die Scheibe. Ah ja, und die Spiegel hängen zusammen. Das wusste ich gar nicht. Früher waren die Einzeln von außen angebracht. Interessant. So, der Kühlkoffer hat nicht so ein Windding, sondern eben so ein Kühlding. Da werden wir das auf alle Fälle erstmal abmachen. Das sind zwei Schräubchen. Ich meine Nieten natürlich. So, da haben wir es erstmal auseinandergenommen und dann müssen wir als nächstes, zumindest vom Fahrerhaus, die Farbe abmachen. Dem Koffer muss ich so probieren. Oder so Kunststoff. Das sollte decken. So, da ich die Erfahrung gemacht habe, mein schönes Weißglimpe macht bei alten Autos das super, aber bei neuen hat es ein bisschen Probleme. Nehme ich diesmal den Abbeizer her
das ist schön. Auf Beiz. Ein bisschen gleich einweichen hier. Das war sehr ordentlich. So. Zack, das Vorhaus genau hier. So, jetzt lassen wir das hier eine Weile weichen. Am besten legen wir auch was oben drüber, dass das in Ruhe ziehen kann. Löst sich wunderbar. Lassen wir einfach noch ein bisschen weichen. Beim Unterteil ist es noch nicht so gut. Und dann schauen wir mal. Sehr schön, wunderhübsch. Jetzt tun wir das mit der Zahnbürste schön abwaschen. So, und die Farbe ist ab. Jetzt schleifen wir noch ein bisschen. So, jetzt haben wir das Problem mit den Löchern hier. Kleben wir wieder von innen. Klebeband rein. Und machen wieder mit dem Tamiya Putty. Die Löcher zu. Richtig. Da ist ein bisschen eine Luftblase. Das richtig fest ist. So, lassen wir schon mal trocknen. Ja, dann ist es getrocknet. Jetzt können wir das hier noch glatt abschneiden. Nur schleifen wir mit diesem Schleifschwamm Holzding rein. So, da hat man natürlich hier die Fuge mit zugemacht. Die müssen wir wieder befreien.
erstmal grundieren. So, dann rühren wir erstmal das Tamiya Grundierungsspray. So, jetzt habe ich mir überlegt, wie wir das mit dem Koffer machen. Und da fiel mir der Lackentferner von Revell ein. Der greift ja das Plastini an, aber vielleicht löst er den Aufdruck. Schmeiß das mal runter. Funktioniert. Da brauchen wir den Koffer nämlich gar nicht lackieren, weil das Grau ist wunderbar. Denn so sieht das Auto in echt ja auch aus. So. Ein bisschen eine neue Ecke. So. Einwandfrei. So, der nächste Schritt. Hellblau fürs Fahrerhaus. Das habe ich mal ein bisschen rumgebastelt hier. Das ist nur Papier. Das habe ich mir ausgedruckt, aber brauche ich die richtige Größe. Machen wir jetzt einen blauen Streifen. Das Nagelgrub-Logo. Hier vorne auch einen blauen Streifen. So, und dann haben wir hier oben Blatt des Fotos. Haben wir hier nach Richter Rabenau. Das kriegen wir auch hin. Das kleine an der Tür lassen wir weg. Das wird nicht. Und das Nummernschild. Da basteln wir auch was. So, mit dem Nummernschild fangen wir an. Habe ich mir hier das Nummernschild ausgedruckt. Das wird dann alles auf Folie gedruckt. Vertikal. Hier ist dann die Nummer. Aber ich kann ja nicht weiß drucken, also brauchen wir eine weiße Unterlage. Dann habe ich hier so ein wunderschönes, ganz dünnes Kunststoff. Da schneiden wir uns jetzt einfach mal hier das Nummernschild zurecht.
Schön so ausgedruckt. Das ist zu klein. Nochmal. Und das kleben wir jetzt einfach hier drauf. Mit Sekundenkleber. So, das Unterteil klebt. Jetzt schneiden wir uns das Nummernschild aus. Von unserer Folie her. Ganz knapp an der Linie machen, dass man den schwarzen Rand noch sieht. So, dann haben wir es eingeweicht in Wasser. Schieben wir es hier drauf. Super schief. Jetzt bewegt das denn nicht mehr. Jetzt noch die Nummer drauf. Aber es muss ja schon mal trocknen, sonst geht mir das wieder ab. So, Nummernschild ist fertig. Jetzt machen wir es mal an die Streifen hier. Ist jetzt länger als vorher, es hat jetzt ein bisschen gezogen, die Folie. Schon ist eigentlich genau abgeschnitten. Gerade. Mach schon mit dem Skalpell, wenn es trocken ist. Lass das mal trocknen. So, kommen wir zum Schriftzug. So, dann habe ich geteilt. Erstens war der Abstand mir zu groß. Hier zwischen dem Nagelgrupp und diesem And It's Possible.
Sonst sieht man den Streifen dann nicht mehr ordentlich. Und es ist auch einfacher zu machen, wenn man nicht ganz so große Flächen hat. Oh, sehr schön. Und weiter geht's. So, ist ein bisschen. So, gerade. Jetzt lassen wir es erstmal trocknen. So, weiter geht's mit der Sonnenblende. Wenn ich das jetzt hier drauf mache, wird alles schwarz, weil das Weiß ja keine Farbe ist, sondern der Rest. Da mache ich jetzt aus ganz normaler weißer Folie, klebe ich jetzt dort erstmal einen Streifen drauf. Dass quasi das möglichst nie rausguckt, aber alles weiß ist. Das ist noch nicht ganz gerade. Na. So. So, müssen wir noch gerade machen. So. Und wenn wir jetzt das Dekal drauf machen, müsste das Weiße dann durchscheinen. So, wieder ein bisschen einweichen. Wunderhübsch. So, und damit das dann alles schön hält, machen wir jetzt hier eine Schicht Klarlack drüber. So, und hier der Container, schon ein bisschen abgeklebt. Muss ja nicht überall sein. So, jetzt bauen wir erstmal zusammen. Die Blende muss dahin. Die Spiegel waren hier so reingedingst.
So, ich hoffe, dass das hier mit der Scheibe gehalten wird. Jupp, klappt. Jetzt das Interieur. Auch gut aus. Und mit dem Grill fixieren. Dann haben wir ja das Unterteil. Klack. So, Fahrerhaus haben wir. So, wir machen das jetzt hier. Genau, hier ist eine Schraube, da ist eine Schraube. Und hier ist ein Schraubenzieher. Achso, hier war noch was mit der Kupplung. Ich will mal angucken, wie das war. So, jetzt haben wir dieses Teil, das ist dieses Kühlaggregat, was hier oben ist. Aus Fimo habe ich das machen lassen, und zwar eine Bekannte von mir, die Noelle, die macht sowas gerne. Ja, ist doch gut geworden. Und das tun wir jetzt noch weiß lackieren. Weiter geht's mit dem Kühlaggregat. Jetzt habe ich hier natürlich noch die Beschriftung. Thermoking. Und die schwarzen Teile hier, die machen wir natürlich noch schwarz. Mit Tamiya X1, schwarz glänzend und fest verschlossen.
So, die Farbe an die Löcher bringen. Ja. So, und hier unten dasselbe. So, die Hälfte ist süß und schön schwarz gemalt. Der Schriftzug drauf. Jetzt machen wir das hier unten mal noch ein bisschen glatt. Und jetzt wird das hier angeklebt. So, das Wichtigste hätte ich schon fast vergessen. Und zwar den Namenszug hier. Der Andi, was in der Frontscheibe steht. Und dann machen wir wieder hier unseren alten Facharbeiter-Trick. Nehmen weißen Aufkleber als Untergrund. Kleben das hier drauf. Und dann nehmen wir das Dekal. Und schieben es drauf. So. Ähnlich wie hier oben. So. Und nun ist er wirklich fertig. So sah er vorher aus. Unser MAN-LKW. Ja, das ist das Ergebnis unseres Kühl-LKWs der Nagelgrub. Schön mit Kühlaggregat, die Sonnenblende schön beschriftet, Nummernschild, selbst der Andi steht drauf. Ja, ich hoffe, der Kunde freut sich. Mir gefällt's. So, wenn es euch auch gefallen hat, dann natürlich Daumen nach oben. Kanal abonnieren, falls ihr es nicht eh schon gemacht habt. Und wenn jemand irgendwas zum Restaurieren oder zum Umbauen hat, einfach anfragen. Ich schaue mir das an und kriegt man sicherlich irgendwas hin. Dann bis bald, euer Falk.